Wenn du Tipps und Tricks für deinen Start in ARK suchst, dann bist du hier auf jeden Fall richtig, denn ich habe heute für dich 11 Tipps und Tricks am Start, die dir deinen Start in ARK erleichtern. Moin, mein Name ist Nico der Profi und ich habe heute mal wieder 11 Tipps und Tricks für euch am Start, die euch den Start in ARK erleichtern. Und ich würde sagen, wir fangen auch direkt an. Und wir fangen mal wieder mit den Basics an, die ersten Metall- und Kristallspots. Wir befinden uns auf der Karte hier, habe ich das mal markiert, das müsste Südzone 2 sein, glaube ich, der Spawnpunkt. Und hier ist so ein kleiner Berg, da fliegen wir jetzt mal hoch, da könnt ihr auch hochrennen mit einem Dino. Müsst ihr allerdings ein bisschen aufpassen, weil hier auch Raptoren und Kanos rumlaufen. Aber hier ist auf jeden Fall schon mal ein bisschen Metall. Und je weiter wir nach oben kommen, desto mehr Metall ist dann auch hier. Hier haben wir dann nochmal, ja, richtig einen dicken Metallbrocken, wo dann auch schön viel drin ist für euch am Anfang. Hier auch wieder. Also hier geht es dann richtig gut ab. Und das Schöne ist, wir sehen es hier schon, wir haben dann auch hier direkt Kristall am Start und das könnt ihr einfach abbauen. Mit der Spitzhacke bekommt dann einfach Metall und Kristall raus. Und das Schöne hierbei ist, dass hier oben sogar dann auch noch eine Explorer-Node auf euch wartet, die ihr dann hier entsprechend auch einsammeln könnt, um noch ein bisschen zu leveln. Auf der Karte zeige ich euch das nochmal, das sieht dann folgendermaßen aus. Da müsst ihr also dann hinfliegen, hinlaufen, wie auch immer, um euch Metall und Kristall zu holen. Und wenn ihr jetzt mal diesen Fluss ein bisschen weiter lang geht und dann hier hinter dem Berg quasi abbiegt, dann kommt ihr langsam aber sicher in so einen kleinen Gang hier rein, wo ich jetzt auch bin. Und dann seid ihr relativ schnell an dieser Stelle hier und das ist ein Eingang zu einer Höhle. Und da könnt ihr auch reingehen. Das leckt meistens am Anfang ein bisschen, jetzt bei mir auch gerade. Und was ihr jetzt hier schon sehen könnt, sind diese riesigen Kristallvorkommen. Und das sind auch Kristalle, die man abbauen kann, wie ihr jetzt hier sehen könnt. Das Ding ist, ich empfehle euch jetzt nicht allzu weit reinzugehen. Am Anfang, also bis hier würde ich gehen, weiter runter, ja, vielleicht den Kristall da vorne noch, aber auf gar keinen Fall weiter. Weil hier oben sind auf jeden Fall keine Tiere drin, die euch irgendwie fertig machen können. Also sie sind eigentlich in der Regel gar keine Tiere. So könnt ihr dann hier den Kristall abbauen und für euch schon mal mitnehmen. Ist auf jeden Fall auch eine mega gute Möglichkeit, um Kristall zu sammeln. Auf eine weitere gute Möglichkeit für den Start Metall zu kriegen, gehen wir später nochmal ein. Das hat mit einem Ort auf der Map zu tun. Und deshalb kommen wir direkt zu Punkt Nummer 2. Ihr könnt hier an einem Orbit, also das hier ist ein Orbit, ein Obelisk, wie auch immer, gibt es unterschiedliche Bezeichnungen für. Davon gibt es 3 Stück auf der Map und daran könnt ihr Items und Dinos hochladen. Dafür müsst ihr einfach hier aufs Inventar zugreifen vom Obelisken. Hier beschwört ihr übrigens später dann auch die Bosse. Und wenn wir hier oben auf Kreaturen gehen, dann haben wir jetzt die Möglichkeit, den Quetz hochzuladen, der jetzt zum Beispiel hier hinter mir steht. Wenn wir das jetzt aber machen, dann wird das Gebaute, was auf seinem Rücken ist, kaputt gehen. Wir machen das trotzdem einmal kurz, laden den hoch. Wir sind sicher, dass wir ihn hochladen wollen. Nehmen das einmal an und dann erscheint er unten hier in der Liste. Wir können ihn jetzt auch wieder runterladen, beziehungsweise... Ja, wir sehen es hier nochmal. Also die Balliste, die hinten drauf war, ist kaputt gegangen. Und eigentlich müsste hier auch irgendwo das Inventar liegen. Genau, also hier liegt dann auch das Inventar. Das heißt, bevor ihr irgendwelche Dinos dann hochladen wollt, immer das Inventar leeren, wenn da irgendwas Wichtiges drin ist. So, wir wählen ihn dann nochmal einmal aus und laden ihn wieder runter. Das heißt, jetzt ist dann neben uns hier der Quetz, der uns auch direkt folgt. Ach, der Sattel ist sogar auch weg. Eigentlich verlieren die den Sattel nicht. Scheint also so zu sein, dass sie dann auch den Sattel verlieren, den dann entsprechend auch abbauen. Und bei ARK-Daten können wir eben auch Sachen reinpacken, also Items, die dann auch hochgeladen sind, können wir uns wieder runterziehen und wir können von jedem Obelisken, wie gesagt, es gibt 3 Stück davon auf der Map, darauf zugreifen. Das ist super praktisch, falls ihr mal auf der Map selber hin und her reisen wollt und das für euch einfacher ist, weil ihr irgendwie in der Nähe von diesem Obelisken seid und ihr wollt zum grünen Obelisken dann einmal alles hochladen, da wieder runterladen und gut ist, dann müsst ihr nicht so viele Dinos transportieren. Und so könnt ihr auch euren Charakter hochladen. Ich kann jetzt hier auch meinen Überlebenden hochladen und könnt den dann auf eine andere Map runterladen oder auf einem anderen Server runterladen, wenn ihr online spielt. Dafür muss allerdings das auch auf dem jeweiligen Server aktiviert sein. Falls ihr jetzt also zum Beispiel von The Island runter wollt, funktioniert das auf jeden Fall so. Ist eine mega gute Sache. Und Dino-Transport ist das nächste gute Stichwort. Es geht jetzt hier um den Transport von Dinos bzw. um Kryokapseln. Eine Kryokapsel habe ich hier in meiner Hand und da seht ihr jetzt auch unten in der Leiste ist ein Megatherium drin. Kann ich jetzt hier so Pokéball-mäßig rausschmeißen und dann habe ich hier mein Megatherium stehen und kann mit dem jetzt hier rumreiten oder es so mit den Höhlen reinnehmen, wo es normalerweise nicht reinpassen würde. So, jetzt ist aber die Frage, warum sind wir am Obelisken dafür? Erstmal können wir das Ganze freischalten hier oben auf Level 51, dann einfach lernen und dann könnt ihr das Ganze herstellen. Und wir sind am Obelisken, weil man die Kryokapseln praktischerweise hier im Obelisken herstellen kann. Das findet ihr hier unter Waffen. Ihr seht, jetzt ist bei mir ausgegraut. Ihr müsst einfach die Zutaten, die jetzt hier aufgelistet sind, hier reinpacken ins Inventar und dann könnt ihr die Dinger hier drin craften. Ist mega gut, denn wie ihr seht, können wir so ganz einfach Dinos transportieren. Wir saugen ihn mal im Eimer kurz ein. Da ist er dann jetzt auch drin. Und wenn er jetzt etwas im Inventar gehabt hätte, wäre das auch wieder hier in einer Tasche gewesen. Das heißt,
auch davor dann einmal ausleeren und die wichtigen Sachen rausnehmen. Unten in der Leiste seht ihr, dass da 29 Tage und 10 Stunden stehen. Das heißt, das Ding ist 29 Tage und 10 Stunden haltbar. Davor, bevor es abläuft, muss es entweder in eine Kryokammer, die ihr erst auf Level 88 herstellen könnt. Da halten die Dinger dann ewig drin. Oder es muss in einen Kühlschrank, den ihr bereits auf Level 60 leeren könnt. 30 Tage ist auf jeden Fall eine sehr, sehr lange Zeit. Und wenn ihr im Singleplayer seid, werdet ihr das eigentlich auch nicht aufbrauchen. Und was jetzt noch ein ganz wichtiger Hinweis ist, ich schmeiße ihn nochmal hier raus. Ihr seht jetzt unten rechts bei mir läuft ein Timer ab. Und das ist dann so gesehen der Cooldown für die Kryokapsel, bis ich eine erneute Kryokapsel schmeißen kann. Beziehungsweise ich könnte sie jetzt auch schmeißen, allerdings wäre dann das Megatherium am Boden und wäre betäubt, weil es dann die Kryokrankheit hat. Kommen wir zu Punkt Nummer 4 und zwar sind das die Tech-Dinos. Vor uns sehen wir jetzt einen Tech-Para. Die unterscheiden sich von den normalen Dinos im Wesentlichen darin, dass die 30 Level mehr haben können. Das heißt, wenn das Maximallevel auf 150 ist, können die mit einem Level von bis zu 180 spawnen. Und die solltet ihr, wenn ihr welche seht, entweder platt machen, weil ihr daraus dann Altmetall bekommen könnt und Elektronik, was auf jeden Fall schon mal gut ist, weil dann müsst ihr das Zeug selber nicht craften. Sehen wir jetzt hier, wir bekommen Öl, Elementstaub, Elektronik und Altmetall. Oder ihr zähmt euch die und paart euch die, damit ihr eine kleine Farm machen könnt, damit ihr Elektronik und Altmetall bekommt. Altmetall könnt ihr dann zum Beispiel auch einschmelzen und daraus Metallbarren machen. Wichtig ist hierbei, wenn ihr euch die zähmt, braucht ihr zwei Tech-Dinos. Ihr könnt nur Tech mit Tech paaren, anders geht's nicht. Kommen wir zu einem weiteren wichtigen Punkt und zwar sind das Silizium-Perlen. Und die könnt ihr relativ easy hier finden. Ich zeige euch das einmal auf der Karte, wie das aussieht. Ja, wir sind hier im Schneebiom, das ist auf jeden Fall schon mal richtig. Und wir befinden uns hier in so einer kleinen Bucht. Auf jeden Fall gibt es hier in der kleinen Bucht Siliziumperlen. Aber normalerweise ist der Boden eben dann hier voll mit Siliziumperlen. Das sind relativ große, leuchtende, steinartige Dinger, die ihr einfach mit E aufsammeln könnt. Müsst natürlich aufpassen, ne, weil es hier kalt ist und weil hier manchmal auch schon Megalodons rumschwimmen. Da müsst ihr dann schnell sein oder eben auch aufpassen wegen der Quallen. Die könnt ihr mal ganz schnell den Gar ausmachen. Ihr dürft jetzt noch leben, aber dann nehmt ihr einfach notfalls eine Armbrust mit und dann könnt ihr da nämlich die auch besiegen. So, hier vorne sehen wir das jetzt. Das wäre jetzt dann ein Siliziumperlenvorkommen, einfach mit E aufsammeln und fertig ist der Lack. Und ihr habt ja auch gesehen, ihr braucht nicht zwangsläufig da eine Taucherausrüstung für. Wenn man da nicht lang drin ist, geht das auch relativ gut. Ein weiterer wichtiger Punkt ist das Polymer bzw. das organische Polymer. Und das bekommt ihr zum Beispiel von Pinguinen, also das organische Polymer. Die einfach abschießen, am besten schön mit einem One-Shot machen. Das heißt, einfach eine Armbrust mitnehmen und die mit einem Schuss erlegen, weil wenn ihr zwei Schüsse oder mehr braucht, dann geraten die anderen Pinguine in Panik und rennen vor euch weg. Abfarmen könnt ihr das Ganze hier mit einem Knüppel. Da soll man dann am meisten organisches Polymer mit rausbekommen. Alternativ, was auch mehr Sinn macht, könnt ihr euch natürlich auch die Kairukus zähmen, habe ich auch schon mal ein Video zu gemacht, und die dann in der Base paaren und euch so dann die eigene organische Polymerquelle ranzüchten. Und noch eine Alternative zum Knüppel ist der Moshops. Davon könnt ihr euch auch einen zähmen und damit dann die Pinguine abbauen. Allerdings muss man da aufpassen, dass man da die Farmlevel dann ordentlich verteilt. Können wir hier machen, können wir drauf zugreifen und dann können wir die eben hier reinstecken. Das wäre dann eine gute Möglichkeit, wenn man sich eben Pinguine auch in der Base züchten möchte, dann kann man das Ganze mit dem Moshops erledigen und mit ihm da rangehen. Kommen wir dann einmal zu Punkt Nummer 7 und zwar, wie kann man denn in Ark Öl farmen, beziehungsweise wie kommt man an Öl ran? Und das ist auch relativ einfach, man muss eben nur wissen, wie es geht. Und das sind diese riesigen dunklen Steine hier, die könnt ihr einfach abbauen und dann bekommt ihr da schon Öl raus. Die sind hier im Schneebiom überall verteilt. Da hinten haben wir noch einen und vor allem im Küstenbereich sind die dann eben hier an dieser Seite auch zu finden. Also wenn man jetzt mal da lang geht, wo ich gerade hinzeige mit meinem Cursor, einmal so ringsrum, da sind überall Ölsteine, die könnt ihr abbauen, dann bekommt ihr euer Öl. Ja, und der eine oder andere wird sich jetzt fragen, naja, witzig, wie soll ich denn jetzt ins Schneebiom kommen? Ich habe doch gar keine Schneerüstung, würde doch sofort sterben. Ja, das ist korrekt. Und wenn ihr jetzt hier mal am Rande des Schneebioms lang geht, fliegt, wie auch immer, dann werden euch hier Mammuts auffallen. Die verirren sich häufiger mal aus ihrem Schneebiom heraus und stehen dann hier auf Grünflächen. Ja, es ist hier etwas kalt, aber dennoch könnt ihr dann hier dann Mammuts angreifen. Das hier vor mir ist zum Beispiel nur Level 7 und das bekommt ihr locker mit einer Armbrustplatte, weil die werden auch nicht so viel Leben haben mit Level 7. Da könnt ihr dann einfach raufgehen und das mal kurz mit dem Quetz. Geht aber auch super mit der Armbrust, wie gesagt. Müsst ihr ein bisschen auf Distanz gehen, dass die euch nicht weghauen können. Vielleicht ein Dino mitnehmen, mit dem ihr mal ein bisschen weggehen könnt dann zwischendurch. Und wenn ihr das Ganze dann entsprechend hier abfarmt mit der Axt zum Beispiel, dann bekommt ihr hier auf jeden Fall auch Pelz raus. Das ist schon mal eine Möglichkeit, wie ihr das bekommen könnt. Ich würde da die Mammuts bevorzugen, weil die nicht so stark sind, wenn sie niedriges Level haben. Alternativ könnt ihr euch aber auch eine Schere craften und damit eure Haare schneiden.
Mit dem Rechtsklick kommt ihr dann hier in das Menü rein und könnt dann zum Beispiel einfach hier die Haarlänge reduzieren, das Ganze dann annehmen und dann bekommt ihr auch Haar in euer Inventar rein. Ich mache das nicht, weil ich meine Frisur mag, aber das wäre eben eine Möglichkeit, wie ihr auch an Haare rankommt und euch dann langsam aber sicher eine Pelzrüstung machen könnt. Wenn ihr das also regelmäßig macht, habt ihr dann auch relativ schnell eine Pelzrüstung zusammen und müsst nicht gegen die Mammuts kämpfen. Eine weitere Frage, die häufig gestellt wird, ist, welche Dinos soll ich jetzt zähmen? Also mit welchem Level? Macht es Sinn, Low-Level zu zähmen oder High-Level? Weil theoretisch, wenn ich mit einem Low-Level zähme, kann ich den doch noch viel mehr leveln. Der müsste doch dann viel stärker sein als die High-Level-Dinos. Jein! Ich verstehe die Logik dahinter und ich habe früher auch so gedacht. Allerdings spawnen wir uns mal eben zwei Dinos rein und vergleichen das mal kurz. Wir haben jetzt hier zwei absolut perfekte Zähmungen, die so eigentlich gar nicht möglich sind. Oder nur sehr schwer möglich sind. Wir haben einmal hier einen quasi wilden 150er Moshops gezähmt und einmal ein Level 80er Moshops. Seht ihr schon mal auf, dass er hier viel mehr Level oben drauf bekommen hat. Das sind insgesamt schon mal 75 Level oben drauf. Hier sind es dann nur 40. Und jetzt kommt nämlich der entscheidende Punkt, warum dieser Moshops mit dem Level 120 dem Level 225er immer unterlegen bleiben wird. Ist auch bei allen anderen Dinos so. Bei Ark ist es so, dass ihr nur eine gewisse Anzahl an Leveln könnt. Also irgendwann ist es Sense. Ich habe irgendwas mal gelesen von 70, 75. Bin mir da aber auch nicht sicher, wo genau das Cap ist. Aber erstmal ist dieses Cap sehr schwer zu erreichen, weil ihr irgendwann so viel EP braucht, dass es einfach unglaublich lange dauert. Und zum anderen ist es ja so, stellen wir uns vor, das Cap wäre jetzt hier 75. Dann würde der linke Moshops auf ein Level von 300 kommen. Und der Moshops rechts würde auf ein Level von 195 kommen. Das heißt, er wäre mir 105 Level unterlegen. Das sind 105 Skillpunkte, die er nicht hat. Dementsprechend zähmt euch, wenn möglich, High-Level-Dinos. Kommen wir zu Punkt Nummer 10. Und zwar ist das die Pflanzenfresserinsel und das Gegenstück dazu, die Fleischfresserinsel, auch Kano Island genannt. Wir sind jetzt hier über der Pflanzenfresserinsel. Auf der Karte sieht das folgendermaßen aus. Das ist hier der untere Zipfel. Oben rechts in der Ecke ist dann die Fleischfresserinsel. Ich zeige euch das einmal ganz kurz. Also Pflanzenfresserinsel heißt, dass hier wirklich nur Pflanzenfresser unterwegs sind. Ihr habt hier auch Metallvorkommen. Das ist das, was ich vorhin angesprochen habe. Das ist also noch einen anderen Metallspot am Anfang gibt. Und das ist, wenn ihr euch die Karte mal anguckt, ist das hier Südzone 3 in etwa. Das heißt, ihr seid hier auch relativ schnell am Anfang schon da und habt hier unten auch jetzt eine schöne Fläche, die ihr dann bebauen könnt, wenn ihr euch hier ein bisschen was wegreißt und ihr seid ja hier eh safe, weil es ist hier kein Dino, der euch irgendwas Böses will, es sei denn, ihr greift ihn an oder klaut ihm irgendwie die Eier. Jedenfalls hier sind Metallvorkommen, laufen viele Triceratops rum, wir haben hier Brontos und in der Regel laufen ja auch ab und zu mal Ankylos rum. Das sind die Dinos, die ihr braucht, um Metall farmen zu können, beziehungsweise um Metall eben besser farmen zu können. Ihr könnt ja auch Metall mit der Spitzhacke farmen. Also insgesamt ein sehr, sehr friedlicher Ort. Und wenn wir mal gegenüber hingucken, da wäre quasi Südzone 3 direkt vor uns. Und wenn ihr euch am Anfang ein Floß baut, kommt ihr hierher. Und wie schon angesprochen, gibt es eben hier oben rechts in der Ecke das Gegenstück dazu. Das ist die sogenannte Fleischfresserinsel bzw. Kano Island. Wir sehen jetzt unten hier schon Megalodon. Das ist aber relativ normal, dass sie sich hier aufhalten. Und eben anders als auf der Pflanzenfresserinsel haben wir direkt hier zwei Kanos. Ein Saber, ein Skorpion, ein Raptor, Argentavisse fliegen hier durch die Gegend. Alles in allem, hier ist noch ein Rex, alles in allem einfach eine sehr, sehr freundliche Abteilung. Hier drei Rexer auf der Insel schon am Start. Aber hier ist auch zum Beispiel ein Höhleneingang. Also ihr müsst hier früher oder später dann auf jeden Fall her. Ist jetzt aber definitiv kein Spot, wo ihr irgendwie eine Base aufbauen solltet. Kommen wir zu Punkt Nummer 11. Und zwar geht es dabei um die Inselerkundung. Wir haben das schon mal angesprochen mit dem Floß. Diesmal haben wir hier den Iguanodon und den könnt ihr quasi ja direkt von Anfang an zähmen, aber ihr braucht Level 30 für den Sattel. Das Besondere hierbei ist ganz einfach, dass der sehr, sehr schnell ist schon mal von sich aus, ihr gar keine Ausdauer verliert und ihr könnt eben alle Landdinos bzw. nicht Flugdinos ja auf Geschwindigkeit skillen. Das heißt, wenn ihr da noch ein paar Punkte reinhaut, geht der ja richtig ab. Ihr könnt mit der rechten Maustaste auch dann auf den Hinterläufen quasi rumlaufen, seid dann langsamer und verliert auch Ausdauer, aber könnt dann eben so besser kämpfen. Ihr seht das, er sticht hier zu mit seinen Krallen am Daumen und kann sich hier ganz gut durchsetzen. Da seid ihr also auch relativ sicher drauf. Wenn ihr also mal irgendwie die Insel ein bisschen erkunden wollt, dann macht das doch auf einem Iguanodon ab Level 30. Wie immer würde ich mich darüber freuen, wenn du dem Video einen Daumen nach oben gibst. Das hilft dabei, dass der Kanal wachsen kann, denn so wird das Video auch anderen Leuten angezeigt. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und ciao.